Die Schneefälle, die wir in den letzten Tagen gehabt haben, hat es so in Graz seit 2013 nicht mehr gegeben. Und aus dem Grund sind die Kollegen und wir in der Einsatzleitung jetzt bemüht, täglich die Straßen sicher und befahrbar zu halten. Natürlich auch die Radwege und Gehwege. In Summe sind an die 70 Fahrer mit den diversen Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs. Zusätzlich haben wir die händische Bereitschaft mit den Kollegen, die ungefähr an die 200 Mann betragen, die Übergänge und auch die Gehwege freimachen. Um den Verkehrsbetrieb in der Stadt Graz aufrechtzuerhalten, sind wir natürlich mit diversen Problemen an den Start gegangen, die wir dann auch zu lösen hatten. Zum einen sind die parkenden Autos am Fahrbahnrand, die natürlich den Schneeräumbetrieb erschweren. Zum anderen auch die Lichtraumproblematik, wenn Sträucher und Bäume in den Straßenlichtraum hineinragen, dass unsere Fahrzeuge da nicht mehr durchkommen. Da wir uns täglich draußen im Einsatz befinden, ob am Tag oder in der Nacht, da kann es natürlich vorkommen, dass wir Gebrechen am Fahrzeug verzeichnen müssen. Das heißt, dass ein Hydraulikschlauch bricht oder sonstige Teile kaputt werden. Da sind natürlich unsere Kollegen von der Kommunalwerkstätte immer tatkräftig zur Seite, um uns wieder einsatzfit zu machen, wenn wir ein Gebrechen am Fahrzeug haben. Die Kommunalwerkstätte ist zuständig für den Winterbetrieb der Stadt Graz, für alle Grazerinnen und Grazer. Wir versuchen, alle Fahrzeuge fit zu halten bzw. flott zu machen, die unterwegs stehen geblieben sind. Winterdienstbezogen haben wir ca. 80 Fahrzeuge, die sich im Raum Graz bewegen, unter anderem Kleinfahrzeuge, aber auch größere Fahrzeuge. Und wir haben auch natürlich eine Belegschaft bei uns vor Ort, je nach Einsatz. Wenn wir wissen, es kommt jetzt ein schwieriger Einsatz, sind wir ein doppeltes Team, das heißt ca. 6 Personen. Und ansonsten sind wir nur zu dritt. Im Bereich Stadtraum, aber auch der Kommunalwerkstätte, sind natürlich für alle Grazerinnen und Grazer rund um die Uhr erreichbar. Und natürlich vor allem für alle Einsatzbereitschaften und alle Einsätze, die in Graz, im Raum Graz benötigt werden, sofort zur Stelle.